Ja, ich habe zuerst Volkswirtschaftslehre studiert und Ingenieurwissenschaften an den Universitäten in Tübingen, Hagen und an der TU München. Seitdem arbeite ich an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und Technik. Zuerst in einer energiepolitischen Beratung in Berlin und dann habe ich im Fach Wirtschaftsinformatik promoviert in Freiburg, wobei ich allerdings die meiste Forschung in den USA gemacht habe. Also zuerst an der Stanford-Universität, dann am SLAC und am Lawrence Berkeley Lab. Seit 3 Jahren bin ich zurück in Deutschland, in München, zuerst als Postdoctoral Fellow an der LMU und dann als Nachwuchsgruppenleiterin am IFO-Institut. Ich bin ja einerseits Juniorprofessorin an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Andererseits habe ich eine Position am Bayerischen Batteriezentrum, dem BayBat. Und das ist natürlich eine sehr interessante Position für mich, weil das interdisziplinär zwischen den Wirtschaftswissenschaften und der Technik ist. Außerdem gibt es hier sehr viele Anknüpfungspunkte über den Campus, auch mit den Juristen, aber auch dem Fraunhofer-Institut, das hier angesiedelt ist. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. In meiner Forschung beschäftige ich mich ja einerseits mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, andererseits auch der Integration von Elektroautos in das Stromnetz. Und hier vor Ort will ich die Zusammenarbeit mit meinen technischen und auch juristischen und ingenieurwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen vorantreiben. Ziel ist es, gute Debattenbeiträge zu entwickeln, wie wir die Dekarbonisierung von Strom und Transport weiter vorantreiben können. Andererseits freue ich mich auch darauf, die Studierenden hier auszubilden zu den Themen Nachhaltigkeit und eben den interdisziplinären Ansätzen, die man dafür braucht.